Ja. Da sind sie, Zwillingsbrüder. Wir stehen so nah, dass wir uns fast küssen könnten. Ja, warte mal, ich drehe mich mal ein bisschen um für ein. Aber wie viel ging der Scheiß-Fotomodus für ein Thumbnail? Weiß nicht, das habe ich weggeklickt gestern. Ich muss mal wieder eine Tour machen. Gucken, Einstellung. Tastenbelegung. Wer war eigentlich dein stiller Freund Ingvar? Der hat sich, ich habe da um Hilfe gerufen, weil ich halt da so oft geweibt bin. Und da ist er dazugekommen und hat mir geholfen. Ah. Aber nur beim Anfang der Quest und ist irgendwann rausgegangen, ohne irgendwie was zu schreiben oder zu sagen. Deswegen eben dieser stille Freund Ingvar. Ja, das war ziemlich gut. Sprint interagieren. Wo hast du, ich frage wahrscheinlich für die Millionen Fans, die Videos auch sehen, wo hast du dieses geile Outro her? Das ist ja der Hammer. Das ist tatsächlich, ich glaube, der E3-Trailer von letztem Jahr, also das Gameplay-Video von Ubisoft. Aber Das halt ist unglaublich. zusammengestückelt. Ich weiß, ich bekomme da jedes Mal selbst beim Schneiden noch Gänsehaut, das ranzufügen. Weil das manchmal auch so unfassbar gut passt mit diesem Einstieg, dieses Brummen, das da als erstes kommt. Das ist echt geil. Das ist wirklich Wahnsinn. Also die musikalische Umsetzung alleine ist schon der Hammer. Muss auch mal wissen, wie der Song heißt. Den habe ich auch schon gesucht, aber Shazam hat es nicht erkannt, leider. Oh, Basti, ich muss dir untreu werden. Ich zoome bitte rein in meinen Charakter und schau dir diesen Ärmelpatch an und nimm ihn in Kombination mit meinem ja doch eher Midwestern-Charakter. Ich glaube, ich ahne, was du nimmst. Bei mir hast du noch die Ich glaube auch, Fliegenzähne dass du drauf. ahnst, was ich nehme. Ja, genau das. Ja. Na, pass auf, dann Kann mache ich nicht das auch. anders. Dann ziehe ich mit. Wir sind ja beides die Brave Boys. Oder wie heißt diese Splittergruppe, die sich mit der Antifa in Berkeley rumgekloppt hat bei der Trump-Rallye? Oh ja. Waren das Was nicht hast die du? Proud Boys oder so? Bei mir hast du noch den. Ja, irgendwie sowas, ja. Bei mir hast du noch den. Ah ja. We love America. Make America great again. America great again. Der Slogan für die neue Wahl. Ja. Ach, We keep America Fotomodus great. F. So, pass mal auf. Stell dich mal neben mich, bitte. Ja, hast du den Fotomodus entdeckt? Ja. Noch ein Stück ran. So. Ja. Oh hier, das ist fast ein bisschen überproben Variante. So, warte, kurz. Ich glaube, so ist gut. Bitte lächeln. Reisegruppe hässlich. Wie macht man jetzt auch Aufnahme? Hervorragend. Eigentlich müsste. Wie machst du denn Du gehst auf. Escape verlassen. Du drückst Escape und da ist unten dann F-Fotomodus. ich nochmal um? Erheblich lernen. Ja, ei, das ist das. Ich habe heute im Forum gesehen, dass da relativ coole Fotos dabei sind. Also wie gesagt, Dave habe ich ein bisschen angefixt. Ich glaube, der wird sich das auch angucken. Na, das wäre hervorragend. Ja, dann hätten wir schon mal drei. Ich glaube, die Instanzen kannst du zu viert machen. Raids interessieren mich jetzt in dem Spiel nicht so brennend. Nee, das nicht. Also, was ich sagen, wir könnten immer mal, also im Endgame dann halt in die Dark Zone reingucken. Das ist ja nicht zwangsläufig PvP. Da können wir uns ein paar coole Sachen rausziehen, aber ansonsten würde ich das jetzt auch nicht so machen. Ich würde jetzt mal gucken, was wir jetzt machen können. An Aufgaben. Ja, solange hole ich mir noch mal ein Lillet. Ja. Die Damen haben es heute angepriesen und es ist tatsächlich sehr leckeres Zeug. Lillet mit Russian Whiteberry von Schweppes und Himbeeren. Klingt nach Hoden. Und schon kriegen wir hier wahrscheinlich ein bisschen Werbung. Ja, ich hoffe es doch. Gleich. Bis gleich.
bisschen Content bieten, wa? Hast du schon was ausgesucht, was wir machen können? Ja, ich bin schon schnell gereist und zwar zu dem oberen linken Kontrollpunkt in, ich glaube, im ganz im Süden, South, irgendwas müsste das als Ja. Da bin ich jetzt. Ja, das hatte ich von Onkel Benz für die Mikrowelle gesehen, schnell gereist. Mhm. Gibt's im Regal mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ne? Ja. So, wenn du kommst, habe ich nämlich ein kleines Geschenk für dich. Oh, warte. Emma? Was hätte ich nicht? Sondern, ah. Dave sagte vorhin, ihm würde das nerven, die ganzen Kisten und Rucksäcke aufzumachen. Hä? Aber ich habe ihm gesagt, dass das verselbstständigt sich. Ja, das tust du. Das meiste muss ja nicht mal. Der Polycarbonat zum Beispiel habe ich auch komplett voll. Ja, warte mal. Ja, mein zartes Mäuschen. Ja, nehme ich was Feines herausgezaubert. Für dich aus der hinteren. Guck mal. Kannst du noch nicht, aber es kommt bald. Warte, mal kurz mal angucken. Oh, alter Schwede, ist das eine Granate. Herzlich. Ah, danke schön. Das soll übrigens, ich glaube, was du mir heute geschickt hattest, was die besten Waffen sind, ist relativ veraltet inzwischen. Okay. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt. Weil diese P416, was ja im Prinzip das, ich glaube, G95K oder so ist, was die KSK benutzt, ja. Ist ja da die beste Knarre. Das soll echt gut sein, ja. Das ist ja das beste Sturmgewehr. Können wir da Polycarbonat holen, was wir nicht mehr mitnehmen können? Aber ich muss kurz ein bisschen leiser drehen. Schmecke nach Franzi. Mhm. Wie soll ich das verstehen? Ach, ich habe ja gerade noch einen Küsse gegeben, während ich mir einen Schnaps machte. Ach so. So. Ujo, was ist das? Ein Seil. Dann würde ich draußen. Ja? Ja, für die Zuschauer, was wolltest du sagen? Zuschauer, das Leihen von mir kommt übrigens nur daher, dass Frimos Mikrofon kaputt ist. Frimoi immer noch, aber ich dachte, ah, ja, echt. Entschuldigung, ich bin halt in einer Fremdlegion gewesen. Da wird AEU AU gesprochen? Doch nicht in so eine argumentative Ecke. Ich will diesen Offizier dieses Stützpunkts mit meinen Materialien hören, damit wir was sehen. Der rennt aber weg. Wir haben überlebt. Ihr habt überlebt, ihr habt nicht einen Schuss abgegeben, ihr Tropse. Oh, vielleicht ist wieder ein Dicker vorne. Ich bin bei dir. War bestimmt gerade da. Ja. Ich das mal an. Ich kann schießen. Bleib doch jetzt mal stehen, du Knallkopf. Ach, da hinten sind welche, ne? Ja, du weißt, ich kann nicht anders, als sie direkt anzuschießen. Weg jetzt hier. So. Was schießt du mit Laserschwert oder was? Genau. Wollen wir ein bisschen mit den Waffen experimentiert, um mal zu wissen, wie sich so Stabilität versus Präzision verhält. Ja. Ich glaube, ich werde auf Präzision spielen, weil die auch. Weil die Stabilität, sie kannst du ausgleichen relativ gut, weil das immer gleich ist bei den Waffen. Eine geht genau, zum Beispiel. Das ist die eine, die Scharfschützenwaffe geht immer horizontal nach rechts. Und das Sturmgewehr, was ich habe, das geht immer nach schräg oben rechts. Das habe ich heute nämlich auch am Schießstand, der übrigens sehr sinnvoll ist, mal ausprobiert, genau. Pumpe ihn mal voll, ich habe nämlich fast nichts mehr. Ich habe Nachmittag noch ein Ründchen gespielt, aber nur Nebenquests, also nur diese Aufplopp-Quests. Alter, ich bin komplett leer, ich habe nicht einen Rohstoff, null. Wir müssen erstmal ein bisschen arbeiten. So, dann markiere ich mal. Ich würde sagen, wir holen uns die SAD-Technologie. Wir brauchen nämlich noch 3 Stück. Dann, ich habe mal markiert. Dann haben wir nämlich auch die nächste Aufgabe weg. Ja, stimmt. Stück Erweiterung. Genau, viel mehr Projekte haben wir ja gerade nicht. Die wöchentlichen habe ich noch ein paar angenommen, aber da gibt es nicht viele, die wir jetzt erledigen können. Eins, Gegner mit Granaten killen. Aber das, ja, ich hab's auch gesehen, ich weiß nicht, ob das die gleichen bei dir sind wie bei mir, aber bei mir war viel nur Dark Zone. Ja. Ganz im Darkroom. Auch. Da gehe ich aber nur mit Nahkampfwaffen rein. Eine Magnum dabei. This way.
culpa. Das hat übrigens Dave auch relativ fixiert, wie sich verändern. Ich habe ihm mal erzählt, wie die Siedlung früher aussah und wie sie jetzt aussieht, wie viele Leute da rumlaufen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Jetzt hat auch so ein Story-Typ, ne? Der braucht viel Story. Das bietet das Spiel ja echt. Ja, vor allen Dingen das Gute ist ja, du kriegst ja auch die ersten zwei oder drei DLCs komplett kostenlos. Und da ist ja dann noch eine Story. Selbst ohne den One-Year-Pass, ne? Genau. Der ist ja bloß extra für Geschichten dann halt bei anderen Aufgaben und sowas. Da kannst du auch deine Story erweitern, wenn du möchtest, aber vom Prinzip her brauchst du das nicht zwangsläufig. Da. Ja, aber wir sind da auf demselben Standpunkt, dass wenn ich mir ein Vollpreisspiel kaufe, möchte ich auch nicht noch zwangsweise Geld ausgeben müssen. Also außer natürlich so wie bei WoW für Patches, klar. Große Content-Patches, das ist was anderes. Sind auch noch vorne? Ja. Die fetzen sich wieder gegenseitig. Ja. Push mal ein bisschen. Ah, ich bin jetzt die Supermine. Oh ja. Ja. Die andere Ecke. Oha. Ich kann ihn nicht sehen. Muss doch nicht mal hin, nimm mal nicht meine Decken weg, sonst werden wir ja gleich richtig freuen. Okay, das war's. Ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Mina hat einen relativ coolen, kurzen Cooldown. Loot. Oh yeah. Gut, gut, gut. Polycarbonat, ich bin voll mit Polycarbonat. Hm, das ist bei mir auch immer das, was als erstes voll ist. Was haben wir hier? Ach, hier ist es schön. Ja. Wegdringt, ey. Ja, ja. Bei der anderen Kiste auch, hättest du ja die looten können, aber nein. Da feine ist ein reiner her. Verdrängungswettbewerb, ey. So, nehmen wir jetzt den nächsten. Da ist die SHD-Nebeneinsatz. Ne, eher so ein Fan vom Nebendreisatz. Oh, hier ist noch eine Knarrenkiste. MG5. Da. Oh, was Violettes. Sache, aber mir war SMG 9. Ach nee, oh nee, so nicht. So, weg hier. Ja, Sträuche. Das verstanden, toller Arsch. Agent wollte mich schon bedanken. Er hat Abschuss gesagt. Ach, schade. Er trainiert nur so die viel. Die geizen ganz schön mit Komplimenten hier im Spiel. Ja. Da schränkt man sich so an und dann kriegt man noch nicht mal. Scheiß zusammen, das ist. Naja, hier ist auch noch. Ist als ob ein Kompliment mal wehtut. Die ganze Mühe, die da. Stahl habe ich auch bald voll. Was? Draht? Stahl! Ah. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Volk Stalinist oder so. So, Videos. Haben sie schon wieder? Was links? Rechts? Oh, ein Dicker! Sehr dicker. Ja, dann sprinten wir mal vor. Ah, die Hunderolle. So, meine Kleine. Lauf mal los. Ja, schöne Rüstung weggesprengt. Sehr schön. Er hat auch nur 66 Kugeln gefressen. Staatliche Versicherung, Junge. Hm? Links zwei Violette. Ja. Schon unter Beschuh. Vorsicht, links gleich bloß, würde ich sagen. Ja. Das hat ja jetzt fast alles. Bei links.
Oh, nee. Irgendwas, ach, hier ist noch ein Bogen. So. Ah, es läuft doch schon wieder über das Katzenfick. Wunderbar, Content Creator, das paar Excellence. Influenza, also ja, Grippe, Bestie. Oh, ja. Ich werde langsam echt ein Freund von den schweren MGs. Echt, ja? Ja, weil es ist halt. Also klar, mit dem Sniper, es ist schon geil, einen Kopftreffer zu erzielen, aber du hältst die einfach so nieder und die schießen einfach nicht zurück. Ach, hier müssen wir rein. Zu Zera. Das ist irgendwie so ein Verband, habe ich heute gelesen, der sich in Zeiten, als es ausgebrochen hat, gebildet hat, das einzudämmen. Die True Suns haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen. An Bord befand sich ein SHD-Tech-Behälter und die True Suns haben ihn vermutlich gefunden. Hast du was Nützliches gefunden? Gehören die also zur Dead-Mafia? Nein, nur immer wieder derselbe Mist. Rest Blei, ja, Arschgeil. Yeah, vielleicht sollte ich auch mal eine Deckung suchen. Hallo. Friss Staub. Und Blei. Und wieder Staub. Ach, Vorsicht. Und selbst weggesprengt, weil Arschloch. Komm hoch hier, komm. Armleuchter. Guck mal. Oh, der trifft mich. Nehmt den links, ich nehme den links. Links, ja. Sehr fein. In your head. In your head. Da hab ich. Ja. Der piekt schon nicht mehr. Geht er? Noch einer. Und? Zwei gehen rein. Einer kommt raus. Markierung in der Nähe. Boah, und die Sample-Mark-Granaten habe ich noch. Ich pack das noch raus, dann sammeln wir es. Herr der Munition, mach doch mal die Taschen leer. P16 gebunden, das war so klar. Wie schön, ihr hört, als du nachgeladen hast, jetzt nach dem Kampf, nachträglich nochmal, war mir schon klar, dass irgendwas kommt. Kennst mich zu gut. Hi, Mausi. Hier ist, noch so einer, den ich mit Schlüssel öffnen kann. Die lila eine 6716. Meine, oh, was ist das denn? Eieiei. Da war was Schönes drin. Eieieiei. MK17 Militärversion, aber es ist wieder so ein Einschussding. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie von weg. Alter, ich habe ein Stromgewehr gefunden. Ist das ein Gewehr? Ah, nee, ist ein Gewehr. Nee, das ist nicht. Ich will lieber ein Stromgewehr. Präzision. Viel rein.
Irgendwo unten rein, ne? Jo, warte, gleich. Ja, ja, alles gut. Von links. Oh, von rechts. Deckung rettet dich auch nicht. Ich bin links. Rechts hinter dir ist einer. Mach noch meine Drohne für uns beide. Wird reichen. Ah ne, ich hab 7 Sekunden. Der mein Turm. Warte, ich mach mal. Das hier sind Heilkreise. Geil, die P. Links von dir? Ja, ich sehe ihn. Was eigentlich? Wo ist denn? Ja, Behälter. Waffenkiste? Ja, kurz gezeigt. Sicherheitsmunition. Mit einem Vektor. Hä, das ist doch falsch. Oder? Ach, wir müssen da. Hier oben rechts dann. Ja. Ja. Der Behälter ist ganz in der Nähe, Agent. Ein der vorne? Eieiei. Nicht, ich sehe nach links an. Pusche ein bisschen. Kann doch gar nicht sein! Scheiß Logo. Hier ist der Boss. Aber nee. Links. Genau. Eieiei. Ganz fieses Geschütz. Alter. Ja. Wie zum Henker hat er sich erholt. Magazin. Hat er geworfen? Dicker dabei? Ja, der Dicker sogar. Alter. Oh.
Nein, wir müssen das Geschütz ausschalten. Granate hingeworfen. Hört gleich noch eine daher. Von links kommt einer. Sicht. Ja. Ein Lila noch was down. Beide geht down. Ich hole mir das Geschütz jetzt mal. Junge. Geht gleich down, glaube ich. Meine Drohne leider nicht mehr. Nimm dir ein Rüstungskit. Kannst du mal runterspringen da oder wie sieht das aus? Jetzt geht down. Down. Ja, auch down. Das war knackig. Eine lila eine Pistole haben wir hier. Auf jeden Fall könnte ich gucken, hier liegt bestimmt noch einiges an rum. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Da, okay. Ja, gehen wir hier gleich rein. Ist noch was? Dafür ist relativ wenig drin, der sind jetzt nicht die ersten, die hier dran sind wahrscheinlich, wie es aussieht. Lass mal das elektronische Gerät, lass uns voll quatschen. Wir haben die Division viel zu lange unterschätzt. Sie haben uns geschadet, aber wir sind zahlenmäßig überlegen. Quantität garantiert nicht den Sieg. Wir müssen unsere Strategie ändern. Zum Glück konnten die True Suns den Behälter mit der Tech nicht öffnen. Das Schloss sieht robust aus. Wenn Sie Zeit haben, bringen Sie ihn zurück zur Basis, Agent. Little one got a heat power.